Das Bild zeigt die 2-Euro-Gedenkmünze der Bundesrepublik Deutschland aus dem Jahr 2024, die an die Paulskirchenverfassung von 1849 erinnert. Auf der Vorderseite der Münze sind folgende Details zu erkennen. Zentral ist eine Darstellung der Justitia, der römischen Göttin der Gerechtigkeit, zu sehen. Mit verbundenen Augen, Waage und Schwert symbolisiert sie die Grundsätze von Gerechtigkeit und Gesetz. Im Hintergrund erscheinen zwei weitere Figuren sowie die Paulskirche, ein wichtiges Symbol für Demokratie und politische Freiheit in Deutschland. Am Rand der Münze verläuft der Schriftzug Paulskirchenverfassung 1849, der an die Frankfurter Nationalversammlung und das Streben nach einer deutschen Verfassung erinnert. Am unteren Rand ist die Jahreszahl 2024 eingeprägt, was das Prägejahr der Münze angibt. Der äußere Ring der Münze enthält 12 Sterne, die die Europäische Union und die Einheit ihrer Mitgliedstaaten symbolisieren. Diese Münze ist eine Hommage an die demokratische Bewegung im 19. Jahrhundert und das Erbe der Paulskirchenverfassung. Sammler und Interessierte schätzen sie nicht nur wegen ihres Wertes, sondern auch wegen ihres symbolischen und historischen Charakters. Das Bild zeigt die Rückseite einer 2-Euro-Münze, die für alle Euro-Länder einheitlich gestaltet ist und den gesamten europäischen Währungsraum symbolisiert. Hier sind die wichtigsten Details. Groß und zentral ist die Zahl 2 zu sehen, die den Wert der Münze in Euro anzeigt. Auf der rechten Seite ist eine stilisierte Karte von Europa abgebildet. Diese Darstellung zeigt die geografische Verbindung der Länder und symbolisiert die wirtschaftliche und politische Einheit der Europäischen Union. Neben der Zahl 2 befindet sich der Schriftzug Euro, der die Währung des europäischen Währungsraums kennzeichnet. Die äußere Umrandung der Münze zeigt eine leichte Struktur, was dem Münzdesign zusätzliche Tiefe verleiht und den Kontrast zwischen dem inneren und äußeren Bereich verstärkt. Diese Rückseite ist auf allen 2-Euro-Münzen der EU identisch, unabhängig davon, in welchem Mitgliedsland sie geprägt wurden. Sie repräsentiert das gemeinsame europäische Projekt und die Stabilität des Euro als Währung. Die 2-Euro-Gedenkmünze der Bundesrepublik Deutschland aus dem Jahr 2024 ist mehr als nur ein Zahlungsmittel. Sie ist ein kleines Meisterwerk der Prägekunst, ein Stück Geschichte, eingefangen in Metall, das die Identität und das kulturelle Erbe des Landes auf faszinierende Weise widerspiegelt. Mit einem Nennwert von 2 Euro, was derzeit etwa 2,12 US-Dollar entspricht, verbindet diese Münze den funktionalen Wert einer stabilen europäischen Währung mit einer Ästhetik, die Sammler und Liebhaber gleichermaßen anspricht. Der Münzbau zeigt eine fein abgestimmte Materialkombination. Der Kern, die sogenannte Pille, besteht aus einer goldfarbenen Nickel-Messing-Legierung, 75% Kupfer, 20% Zink, 5% Nickel, die ein Gefühl von Wärme und Wertigkeit vermittelt. Um diesen Kern schmiegt sich ein silbrig glänzender Kupfer-Nickel-Ring, 75% Kupfer, 25% Nickel, der durch seinen metallischen Schimmer die Eleganz der Münze zusätzlich unterstreicht. Dieser harmonische Kontrast hebt die Zweifarbigkeit hervor, die seit der Einführung des Euro charakteristisch für die 2-Euro-Münzen ist. Mit einem Gewicht von 8,5 Gramm und einem Durchmesser von 25,75 mm hat die Münze eine angenehme Handhabung. Die Dicke von 2,2 mm verstärkt das Gefühl von Stabilität und Langlebigkeit, das diese Münze vermittelt, ein Zeichen für die Beständigkeit, die man sich von einer Währung erhofft. Ihre runde Form ist klassisch, zeitlos. Ein Symbol der Kontinuität und Verlässlichkeit, die die Bundesrepublik auch im Münzdesign zum Ausdruck bringt. Ein besonderes Detail dieser Münze liegt in ihrer sogenannten Medaillenausrichtung. Dies bedeutet, dass Vorder- und Rückseite in derselben Richtung ausgerichtet sind, sodass das Motiv bei einer Drehung entlang der vertikalen Achse aufrecht bleibt. Diese Ausrichtung verleiht der Münze eine gewisse Würde und erleichtert das Betrachten des Motivs, das oft eine Hommage an historische Persönlichkeiten, Monumente oder bedeutende Ereignisse ist. Die Münze verfügt außerdem über einen fein geriffelten Rand, der sowohl ästhetisch ansprechend als auch funktional ist. Diese Prägetechnik schützt nicht nur vor Abnutzung, sondern bietet auch einen gewissen Schutz gegen Fälschungen. Die Präzision der Randstruktur ist schwer zu kopieren und spiegelt die hohen Standards der Münzproduktion wider. Diese 2-Euro-Gedenkmünze ist weit mehr als eine alltägliche Erscheinung. Sie steht für die Bundesrepublik Deutschland und ist ein Sammelstück für jene, die die Kunst und das Handwerk der Münzprägung ebenso schätzen wie die Werte und das Erbe, das sich darin spiegelt.